Wojciech Pomorski verliest eine Presseerklärung des Anwalts der deutschen Familie Schandorf. Die Rechtsangelegenheit der deutschen Familie Schandorf, die Deutschland vor einigen Wochen verlassen hat und sich seitdem in Polen vor der Verfolgung durch das deutsche Jugendamt versteckt, zeigt, dass nicht nur Ausländer zum Opfer des deutschen Familienrechtssystems werden. Das Jugendamt hatte den Eltern ihre 13-jährige Tochter Antonia weggenommen. An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Familienrechtssystem in Deutschland von Experten schon seit längerem vehement kritisiert wird. Diesem Familienrechtssystem wird unter anderem vorgeworfen, dass es sich gegenüber mündigen Bürgern erniedrigend verhält, die Menschenrechte nicht respektiert und oft rechtswidrig handelt. Das beweist auch diese Familiensache, wo Antonia 7 Monate lang rechtswidrig von ihrer Familie isoliert wurde. Diese Tortur ist keinesfalls rechtlich zulässig und erinnert in dieser Form an Nazi-Schikanen. In keinem zivilisierten Land darf so etwas stattfinden, insbesondere in einem modernen Rechtsstaat, wie Deutschland sich selbst definiert. Man muss offen sagen, so ein Familienrechtssystem erinnert eher an das Deutschland des Dritten Reiches. Ein Bestandteil dieses Familienrechtssystems ist das deutsche Jugendamt, welches jährlich ca. 40.000 Kinder ihren Eltern auf dem Gebiet Deutschlands wegnimmt, meistens ohne Rücksicht auf die nationale Herkunft dieser Kinder. Die Entscheidung über den Entzug des Sorgerechts wird in vielen Fällen mit sehr lächerlichen Argumenten begründet, wie auch im Falle der Familie Schandorf. Man kann hier eine gewisse Systematik erkennen. Wie ist also die eigentliche Motivation dieses Familienrechtssystems und was ist das wahre Ziel dieses Systems? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Dagegen zeigen die Statistiken, dass die Angelegenheiten, die den Entzug des Sorgerechts betreffen, in diesem Familienrechtssystem jährlich Umsätze in Höhe von 21 Milliarden Euro generieren. Man kann also annehmen, dass dieser Betrag eine ausreichende Motivation darstellt, dieses System aufrechtzuerhalten. Es kommt einer Lizenz zum Gelddrucken gleich. Polen ist immer noch ein Land, in dem man die Rechte der Familie respektiert und das Kindeswohl durch die Justiz schützt. Deswegen hat Familie Schandorf Polen gewählt und fühlt sich hier sicher. Lasst uns hoffen, dass polnisches Recht im Bereich Schutz der Familie und Kinderrechte sich auch weiterhin positiv entwickeln und wir hoffen, dass die schrecklichen Erlebnisse dieser durch das deutsche Jugendamt geschädigten Familie allen eine deutliche Warnung sind, sich dieses völlig unzulängliche Familienrechtssystem zum Vorbild zu nehmen. Matuszek, Rechtsanwalt. Beata, es gibt gute Nachrichten. In Polen gab es eine Pressekonferenz, ja. Ein ziemlich einmaliger Vorgang. Ich habe noch nie gehört, dass es so etwas gegeben hat. Eine deutsche Familie flieht vor den deutschen Behörden, die ihnen das Kind wegnehmen wollen, ins Ausland. Dort erhält sie die Gelegenheit, vor der internationalen Presse aufzutreten. Die Tochter kommt mit absolut schockierenden Details über ihren Aufenthalt in dem Heim, wo sie zwangsweise untergebracht wurde. Sie erzählt, wie sogar die Richterin, die den Beschluss zur Trennung gefasst hat, persönlich, sich also nicht nehmen lässt, persönlich in der Schule zu erscheinen und selbst Hand anzulegen, um dieses Kind dort gegen seinen Willen, gegen den Willen der Familie herauszuholen. Also wenn das nicht Genuss an der Macht ist, ich meine physischer Genuss an der Macht, was sonst? Du hast gerade über den Beschluss gesagt. Ich muss hinzufügen, das ist wichtig für Polen. Der Beschluss wurde nach der sogenannten Inobhutnahme gefasst. Ja? Und es gab bis heute keine Begründung seit Januar 2013. Diese Geschichte geht durch alle Medien in Polen, von klein bis groß, Zeitungen, Internet, Fernsehen. Hier habe ich noch ein Beispiel, TVP, ja, das erste Programm, Polonia.
Hier wird nochmal ihre Geschichte dargestellt. Es werden immer interessante Details berichtet. Hier in diesem Beitrag wird auch die Stellungnahme der Botschaft der Bundesrepublik in Warschau gezeigt. Ja. Ja. Ich kann diese Stellungnahme, diese Erklärung ins Deutsche übersetzen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt auf Deutsch oder auf Polnisch gemacht wurde. Das wird gleich gezeigt. Ja, wir wollen noch eben darauf hinweisen, der Herr, der neben dem Mädchen sitzt, ist also der... Links sitzt Wojciech Pomorski. Wojciech Pomorski. Und rechts sitzt der Vater. Ja. Mhm. Das sind nochmal Vater und Tochter. Ja. Der Pomorski hat sich sehr verdient gemacht um diese Familie und vor allen Dingen um die Veröffentlichung dieses Skandals. Ja. Das war höchste Zeit, dass sowas mal passiert. Ja, man muss sagen, dass die deutsche Presse, die bereits darüber geschrieben hat, immer der ist Vorsitzender eines Verbands, immer den Namen dieser Organisation falsch angibt. Ich vermute deswegen, damit die Eltern dem Pomorski nicht die Tür einrennen. Ja. Andere betroffene Eltern, klar, von denen es zigtausende gibt. Das ist Zitat von der deutschen Botschaft in Warschau. Das möchte ich jetzt übersetzen. Das ist sehr interessant für alle betroffene Eltern. Also Botschaft der Bundesrepublik in Deutschland in Warschau gibt folgende Erklärung. Deutsche Behörden behandeln mit großer Sorgfalt alle Angelegenheiten, die mit Familien- und Kindschaftsrecht zusammenhängen. Und jeder Fall wird besonders gewissenhaft behandelt. Ja, es gibt auch ein Echo von der deutschen Presse. Ich habe drei Artikel gesehen, unter anderem von der Süddeutschen Zeitung, von einer Zeitung aus Hannover und einer OP-Online-Zeitung. Die Texte sind, würde ich sagen, identisch. Bis auf die kleinen Veränderungen. Man lässt nur das Jugendamt zu Wort kommen und es wird nachgeschrieben oder nachgeplappert, was der Leiter des Jugendamtes sagt. Wenn das der Fall ist, wenn also verschiedene deutsche Zeitungen den gleichen Text benutzen, dann drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Text anderswo vorformuliert wurde, möglicherweise in Berlin. Ja, möglicherweise, das schließe ich nicht aus. Interessant ist, dass das Jugendamt hier das Kindeswohl, die Sorge um das Kindeswohl hat, weil das Mädchen Interviews gibt. Ja? Antonia schreibt und sagt, sie hat die Richterin angerufen, sie hat gebeten, dass die Richterin mit ihr redet, sie hat gebeten, dass jemand vom Jugendamt mit ihr redet. Keiner wollte mit ihr reden. Sie sagt, sie hat sich gewehrt, sie hat gesagt, sie wollte nicht von den Eltern weg, sie wollte nicht in diesem Heim sein. Und dann sagt sie, das war ihnen alles egal, diesen Leuten. Ja? Sie wurde total nicht beachtet. Ja. Es gibt sehr viele interessante Details. Das spricht dafür, dass es hier gar nicht um das Kindeswohl Richtig. Geht. Ja, also wenn das der Fall wäre, dann würde man ein 13-jähriges Kind, das so viel Selbstbewusstsein und Wissen hat, aus dem Heim abzuhauen und einen Fernsehsender in Deutschland aufzusuchen. Mhm. Wir haben unter unserem ersten Beitrag über dieses Thema den Link in den Begleittext gesetzt. Ja. Das kann sich jeder angucken. Das wie hieß der Fernsehsender? Bewusst TV. Ja. Die haben sie interviewt, zusammen mit ihren Eltern. Und das Jugendamt behauptet jetzt über das Sprachrohr Süddeutsche Zeitung, dass ein solcher Akt, eine solche Veröffentlichung dem Kindeswohl schadet. Ja. Wir setzen das mal in Relation zu dem, was die Kleine über den Aufenthalt in diesem Heim sagt, wo also sie auch sexuell belästigt wurde, wo sie durch Medikamente bewusstlos gemacht wurde. Ja. Und was nach diesen Bewusstlosigkeitsanfällen mit ihr gemacht wurde, weiß sie nicht. Ja. Aber der Betreuer kam regelmäßig zu ihr in die Dusche. Ja. Ja, aber kindeswohlgefährdend ist der Auftritt von dem Mädchen selbst gewählt im Fernsehen. Ja,
So wird das definiert durch die Jugendämter. Ja, sie erzählt, dass sie hungern musste, dass ihre Eltern ihr keine Pakete schicken konnten, ganz abgesehen von dem Verbot des Telefonkontakts. Sie wurde permanent kontrolliert. Dann berichtet sie, dass sie zwar das selber nicht erlebt hat, aber sie hat gesehen, wie der Leiter des Heimes andere Kinder mit Polizeigriff behandelt hat. Ja. Das fand sie schrecklich. Ja. Ja. Sie erzählt, dass sie angeschrien wurde ohne Grund in diesem Heim. Und wie gesagt, die polnischen Journalisten sind einfach schockiert von dem, was sie alles erzählt. Das erzählt sie sehr sicher, sehr glaubwürdig. Ja? Das haben wir ja auch in dem deutschen Fernsehauftritt schon gesehen. Also dieses Mädchen weiß, wovon sie redet. Ja. Man kann ihre Eltern nur beglückwünschen, dass sie ihr Kind so selbstbewusst und mündig auch erzogen haben. Das ist genau das, was das Jugendamt nicht will. Ja? Mündige Bürger. Also wir haben den Eindruck, dass auch unsere Politiker das nicht wollen. Ja. Die Behörden insgesamt. Ja. Wir haben auch verschiedentlich über das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden, auch der Polizei berichtet, die Leute ganz offen und ganz unverblümt einschüchtert, völlig am Gesetz vorbei. Hier zeigt sich, dass mündige Bürger nicht mehr erwünscht sind. Ja. Am Ende dieser Erklärung von Presseerklärung von dem Rechtsanwalt gibt es einen Appell an die polnische Justiz, dass die weiter wirklich die Rechte der Familie schützt. Und ich denke, für Polen ist das endlich mal gute Gelegenheit zu zeigen, dass wir auch Europa mitgestalten wollen, was man auf der Internetseite des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln sehen kann. Ja? Hier als Leitmotiv der Tätigkeit ist Polen dienen, Europa gestalten, die Welt verstehen. Ja? Also das mit Verstehen hier in Deutschland, da haben Probleme nicht nur Ausländer, aber auch deutsche Bürger, das ist zu verstehen, was hier abgeht. Aber die Erklärung, ich denke, die ist gut mit diesen 21 Milliarden Euro Umsatz. Ja, also wenn man sich das Gebaren der deutschen Medien von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen anschaut, ist es eigentlich kein Wunder, dass die Leute die Welt nicht mehr verstehen. Die wahren Hintergründe werden ja hier großzügig verschwiegen, staatstragend gewissermaßen. Ja. Das tun die Politiker, das tut die Staatsanwaltschaft und das Schlimme ist, es ist nicht nur das Jugendamt, der die Menschen so schlecht behandelt, aber in diesem Fall konkret wird auch die Richterin genannt. In der Pressekonferenz wurden auch die Namen der verantwortlichen Jugendamtmitarbeiter genannt. Ja, also es gibt ein Video im Internet, kann sich jeder angucken, auf Deutsch und Polnisch. Ja, da werden die Namen genannt. Also die Verantwortlichen, man kann schon fast sagen, die Täter werden hier namentlich genannt. Ja. Das ist im Ausland anscheinend möglich. Hier in Deutschland, wir haben das am eigenen Leibe erfahren, gilt das als Majestätsbeleidigung, wenn man Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verhaltens der Jugendämter äußert. Wir haben das des Öfteren getan. Ich möchte noch einmal auf die UNO zurückkommen. Ja? Im April 2013 bei der zweiten turnusmäßigen Überprüfung der Menschenrechtssituation in Deutschland sprach die Menschenrechtskommission der UNO klare Empfehlungen aus zu einer Neuorganisation der 572 deutschen Jugendämter. Insbesondere wird die Einführung einer effektiven Fach- und Rechtsaufsicht gefordert, aber auch die Einhaltung von internationalen Verträgen und Einhaltung der Urteile der Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Am 19. September 2013 nahm die Bundesregierung Stellung zu Empfehlungen. Ergebnis: Die Empfehlungen werden von in vollem Umfang angenommen. Wer sagt das? Da sagt die Bundesregierung, allerdings muss man sagen, im Jahr 2009
hatte die UNO die Bundesrepublik wegen mangelnder Aufsicht gerügt. Damals versprach die Regierung Besserung, doch geschehen ist nichts. Es wird auch jetzt nichts geschehen. Ja, das ist ja wohl sonnenklar. Auch wenn die das hier behaupten, es wird nichts geschehen, denn eine effektive Kontrolle der Jugendämter würde Sachen zutage fördern, die geeignet sind, in Deutschland eine Staatskrise hervorzurufen. Wir haben das ja vorhin gehört, 21 Milliarden Euro werden hier umgesetzt im Bereich Jugendamt und Jugendamtkriminalität, das muss man wohl so sagen, zumindest im Hinblick auf die Verletzung der Menschenrechte, wie auch dieser konkrete aktuelle Fall zeigt, aber es gibt deren Hunderte, um nicht zu sagen Tausende. Also die Situation ist ziemlich verfahren. Es ist kein Wunder, dass die Politiker hier alle in Deckung gehen. Das haben wir im Landtag in Düsseldorf, Landtag von Nordrhein-Westfalen, erlebt. Da wollte eigentlich keiner mit uns über dieses Thema reden. Geschweige denn irgendwelche Vorschläge zur Verbesserung machen. Immerhin, die Piraten haben bei der Gelegenheit gesagt, sie kennen das Problem, aber eine Lösung wissen sie auch nicht. Ja, das haben aber immerhin, das haben sie zugegeben. Ich wollte noch sagen, dass bei der UNO, insbesondere Polen, aber auch die Türkei und Italien, die Aufsicht, die Rechtsaufsicht bzw. die Fachaufsicht über Jugendämter gefordert hat. Und wie gesagt, 2009 schon, jetzt haben wir 2013, da müssen wahrscheinlich deutsche Bürger endlich aufstehen. Das ist der einzige Weg. Dieses Problem wird in Deutschland gelöst. Ja. Und zwar nicht durch Intervention von anderen Staaten. Das machen die Deutschen selbst. Das ist der einzige Weg. Und dafür brauchen wir umfassende Informationen. Das wird von den Behörden bewusst verhindert. Das wird auch von großen Teilen der deutschen Presse, der Medien überhaupt, der deutschen Medien verhindert. Es wird immer abgelenkt. Ein typisches Beispiel war damals dein Fall. Über Jugendamtkriminalität wird gar nicht geredet. Es wird in den Vordergrund gerückt, wie ausländische Ehepartner mit ihren Kindern das Land verlassen. Dabei wird verschwiegen, dass sie selbst die Kinder in Deutschland nicht sehen durften. Das ist wirklich, das ist eine Ablenkung vom Thema, die sich die Behörden glauben leisten zu können oder die Presse glaubt leisten zu können. Das wird aber keinen Bestand haben. Wir haben das Internet. Wir sehen, dass Familien, betroffene Eltern zusammenrücken. Sie unterstützen sich gegenseitig, auch finanziell, moralisch. Das ist das, was wir brauchen. Ich möchte sagen, dass ich sehr viele Meldungen über das Internet bekomme. Einerseits die Empörung, warum wird der Aufenthaltsort dieser Menschen verraten? Und ich sage immer, genau das soll man machen. Man soll offen und öffentlich auftreten. Es geht nicht anders. Ja, die ganze Welt soll erfahren. Übrigens, Al Jazeera hat auch berichtet. Also man muss an die Öffentlichkeit gehen und da möchte ich sagen, dass viele Menschen sich melden, die viel Sympathie und Dankbarkeit für Wojciech Pomorski zeigen. Ich möchte Wojciech Pomorski und seinen Verein mit aller Kraft auch gerne unterstützen, wo ich nur kann. Und ich würde alle Bürger aufrufen, dass wir halt zusammenhalten und dass wir nach Möglichkeit dieser Familie auch helfen und uns vor allem gegenseitig helfen. So, es gibt noch eine interessante Frage, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Wir können mal darüber spekulieren, wie wird sich die Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall verhalten? Was hat das Jugendamt gesagt? Welche Konsequenzen müssen die Eltern befürchten? Die Eltern müssen befürchten, dass ihr Kind wahrscheinlich nach dem Hager-Übereinkommen nach Deutschland rückgeführt wird.
Das müsste dann allerdings von Polen ausgehen, diese Rückführung nach Deutschland. Das heißt, ein polnisches Gericht müsste entscheiden, das Kind wird jetzt in Polen von den Eltern weggenommen und nach Deutschland zurückgeführt. Wäre sowas politisch überhaupt machbar? Ich weiß es nicht, ob das politisch machbar ist. Jedenfalls wird wahrscheinlich der Druck der polnischen Öffentlichkeit alleine so groß sein, dass das Gericht nicht einfach das machen kann, sondern wenigstens den Fall überprüfen muss. Ja. Ja, was würde bei einer Überprüfung dieses Falls eine Rolle spielen? Das Kind muss normalerweise zu seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückgeführt werden. Das ist Deutschland natürlich. Aber wenn das körperliche oder psychische Wohl des Kindes gefährdet ist, dann darf Polen dieses Kind nach Deutschland nicht ausliefern lassen. Steht das so expressis verbis in diesen Verträgen drin? Ja. Das heißt, andere Länder müssen imstande sein, die Einhaltung der Menschenrechte, die Einhaltung der nationalen Gesetze zu überprüfen in Deutschland. Das ist eine juristische Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich weiß aber, dass die Öffentlichkeit, dass der Druck und Interesse, ich kann mir nicht vorstellen, dass Polen das einfach so machen kann. Ich weiß, dass es weitere Medienanstalten sich zu Interview melden und ich weiß, dass auch deutsche Medien vor Ort waren, zum Beispiel CDF. Ja. Und da bin ich gespannt, RTL auch, was darüber berichtet wird. Ja. Wie gesagt, in den deutschen Medien bis jetzt gab es kein Zitat von den Eltern oder kein Zitat von Antonia, obwohl das alles öffentlich im Internet zugänglich ist. Ja, man muss nicht zu dieser Pressekonferenz gefahren sein. Ja. Das ist alles im Internet, auf Deutsch auch. Ja. Mhm. Aber es wird nur das Jugendamt zitiert. Ja. Also nach allem, was hier zu sehen ist, nach allem, was hier vorgefallen ist, stellt sich doch die Frage, ob Deutschland überhaupt reif ist für ein solches internationales Rechtsabkommen, das dazu führen kann, dass Kinder aus dem Ausland in diese bestehenden Verhältnisse, wie die kleine Antonia und viele andere Kinder sie geschildert haben, zurückgeführt wird. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Wir drücken die Daumen für Wojciech Pomorski, Antonia und ihre ganze Familie. Ja, wir hoffen, dass die in Polen bleiben können. Ja. Ja. Und dass dieser unerhörte und einmalige Vorgang endlich dazu führt, dass die Medien in Deutschland sich mit diesem brandheißen Thema auseinandersetzen. Ja. Dass es allmählich in eine gesellschaftliche Diskussion mündet. Ja. Düsseldorf, 22. September 2013. Beate hat Neuigkeiten aus dem Internet. Was haben wir denn da? Es gibt drei Artikel in der polnischen Presse über eine deutsche Familie aus, wie heißt das, Osterholz-Schlandorf. Über kleine 13-jährige Antonia, die aus dem Kinderheim ausgerissen ist. Ja? So, es ist also wieder ein Kind aus der Unterkunft abgehauen. Aus der Obhut. Aus der Obhut des Jugendamtes. Des Jugendamtes auch, ist aus dem Kindeswohl sozusagen abgehauen. Ja? Ich wollte zeigen, hier ist der eine Artikel von Jenny Botecki. Genau, das ist die Antonia, ja, mit ihrem Vater. Mit ihrem Vater. Ja, das ist der eine Artikel. Ich zeige gleich noch zwei weitere. So, das wird also beschrieben in einer polnischen Zeitung. Die nicht auch in einer. In mehreren, aber das ist hier eine, die im Internet veröffentlicht. Ja, der Titel ist, die ist aus einem deutschen Kinderheim abgehauen, ja. Weil sie sich wie ein Gegenstand behandelt gefühlt hat, noch schlimmer. Und sie berichtet Sachen, die
vorher zwar in Deutschland publiziert wurden, aber von einem Fernsehen, das ist glaube ich bewusst TV, jedoch hat sich diese Fernsehanstalt offensichtlich nicht getraut, alles zu sagen, die ganze Wahrheit. Dann kurz die Frage, wie kam das Kind denn überhaupt ins Heim? Weißt du was darüber? Ja, es gab eine Anzeige der Halbschwester, die behauptet hat, es gibt da Gewalt in der Familie. Und das war eine Sache. Und die andere Sache, die Familie muss sehr oft umziehen, weil der Vater sehr oft Arbeit wechseln muss. Und hat sich das Jugendamt der Sache angenommen und das als Grund genommen, um das Kind der Familie zu entziehen. Das ist ein immerhin doch etwas schwerwiegenderer Eingriff in das Familienleben, auch in die Psyche eines Kindes, als mit den Eltern zusammen umzuziehen. Vor allem bei Diplomatenkindern gehört das zur Normalität. Bei Schaustellern oder bei Leuten, die im Zirkus arbeiten, ist es auch eine ganz Normalität. Und auch bei den EU-Beamten ist das eigentlich auch ziemlich normal, dass man umzieht. Außerdem fordert man von Studenten, dass sie ihr Studium auch woanders machen. Und wir Bürger werden permanent gefordert, unser Wohnort zu wechseln. Und das gehört einfach zu der Normalität. Das gehört auch mit zu der europäischen Idee, also flexibel zu sein, nicht nur innerhalb eines Landes, sondern unter Umständen auch ins Ausland zu gehen. Ja. Ich wollte hier noch vor allem ein paar Sachen zeigen, die von der deutschen Fernsehanstalt nicht angesprochen werden, jedoch von der polnischen Presse, vom polnischen Internet angesprochen wurden. Und zwar. Kurz eine Frage. Wollen wir nicht nochmal darauf zu sprechen kommen, was die Kleine denn im deutschen Fernsehen immerhin schon gesagt hat? Ja, sie hat erzählt, dass sie in diesem Heim eingeschlossen war, dass sie permanent kontrolliert wurde, mehrmals am Tag, dass sie keinen Kontakt hatte über 6 Monate lang zu ihren Eltern, dass sie keine Post bekommen hat von den Eltern, dass sie selber keine Post schicken konnte und dass sie von der Polizei und von der Richterin und Jugendamt von der Schule abgeholt wurde. Also die Richterin hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich zur Schule zu rennen, um das Kind rauszuholen. Ja. Wissen wir jetzt den Namen von der Richterin? Ja, also die Antonia schreibt selber, jetzt muss ich die Stelle finden, das ganz mit großen Buchstaben, das Schlimmste ist die Richterin Frau Ziemer und das Kinderheim Marbede sind daran schuld, dass ich gar keinen Kontakt habe zu meinen Eltern. Hier ist das nochmal im selbstgedrehten Video von dieser Antonia. Das schreibt die Deutsche, steht im deutschen Internet, was nicht im deutschen Internet steht, im polnischen. Zum Beispiel, dass, dass der Betreuer zu Antonia duschen gekommen ist, wo sie geduscht hat, und dass sie irgendwelche Flüssigkeit trinken musste, nach der sie in Ohnmacht gefallen ist und dann geschlafen hat. Moment, also sie wurde täglich mit Medikamenten behandelt, die sie bewusstlos gemacht haben. Ja, und wie gesagt, jederzeit konnte der Betreuer zu ihr unter die Dusche springen. Ja. Das nennt man Kindeswohl. Erinnert jetzt auf fatale Weise etwas an diesen Fall aus Lindau. Der Arzt Dr. Krombach. Ja, es erinnert daran und es erinnert und noch Bambersky, an die Aussagen, die wir selber bei KID und Neuenkirchen-Flünn Opfern selbst gehört haben. Ja, ähnliche Aussagen. Ja. Mhm. Es findet in Polen am 24. September die große Pressekonferenz statt, organisiert von Wojciech Pomorski und seinem polnischen Verband gegen Diskriminierung der Kinder aus Hamburg.
Die polnische Presse hat sehr großes Interesse. Wie gesagt, drei Artikel sind bereits erschienen. Gestern waren noch zwei große Zeitungen da. Gut, dann noch kurz die Frage, wieso findet diese Pressekonferenz in Polen statt? Weil die deutschen Propagandamedien darüber nicht schreiben wollen, ja. Ja, aber das heißt, diese Familie befindet sich jetzt in Polen. Die Familie ist nach Polen geflohen. Sie sind an einem sicheren Ort, den man nicht mal mit Handy erreichen kann. Und wie hier berichtet wird, Antonia ist mit ihren Eltern zusammen und sie versuchen diese traumatische Erlebnisse hier im deutschen Kinderheim zu verarbeiten. Das heißt, also diese deutsche Familie, deutsche Eltern mit ihrem Kind sind ins zivilisiertere Ausland geflohen, um vor den Übergriffen der offensichtlich nicht mehr ganz zurechnungsfähigen deutschen Behörden sich in Sicherheit zu bringen. Ja, das ist der zweite Fall, bei dem Wojciech Pomorski gelungen ist, polnische Medien zu engagieren. Ja? Ja. Zuerst waren das die Eltern, deren ein Säugling abgenommen wurde in Deutschland. Das war in Polen, aber diesmal sind die Deutschen. Ich habe von weiteren deutschen Fällen gelesen, die dann ins Ausland fliehen. Also die Situation hier in Deutschland spitzt sich zu. Es wird immer dramatischer, so dramatisch, dass die deutschen Eltern Hilfe im Ausland suchen müssen. Ja, und das ist anscheinend jetzt auch zu den Vereinten Nationen vorgedrungen, ein weiteres Mal. Gibt es da eine neue Entwicklung? Ja, vor ein paar Tagen gab es Treffen der Bundesregierung mit der UNO und die Bundesregierung hat sich verpflichtet, alle Änderungsvorschläge in Bezug auf Menschenrechte anzunehmen und zu akzeptieren. Und hauptsächlich waren das Bemerkungen oder Mängel da bei den Jugendämtern, dass die nicht kontrolliert werden. Und es gibt Nachricht, dass man doch eine Kontrolle einführen will in Deutschland. Das findet sich auch im Internet. Ja. Wo muss man suchen, um darauf zu kommen? Ich glaube, es reicht, wenn man das UNO, das Schlagwort bei Google gibt, dann bei Facebook wird das von vielen geteilt. Also Menschenrechte Deutschland könnte da UNO einführen. Ja, Jugendämter. Ja, ja, okay. Mhm. Also zu dieser Pressekonferenz haben sich interessanterweise auch jede Menge deutsche Fernsehanstalten und Medien angemeldet. Und wir dürfen gespannt sein, ob die nun auch darüber berichten. Denn auf jeden Fall kann man hinterher vergleichen, was die polnischen Medien schreiben über diese Veranstaltung und was die deutschen Medien schreiben. Und ob sie das überhaupt an die große Glocke hängen hier, ob sie das überhaupt dürfen. Ja. Wir haben ja den Eindruck, dass bei ARD und ZDF also schon der Knebel wirksam geworden ist, und zwar schon seit geraumer Zeit. Ja. Auch in deinem Fall wurde da ja nach Kräften die Wahrheit verdreht. Ja. Ich habe eine neue Anfrage bekommen. Diesmal war ich nicht bereit, Interview zu geben, weil ich festgestellt habe, dass von diesem Thema Jugendämter abgelenkt werden sollen, und zwar unmissverständlich. Ja, wie wollten die das machen? Sie wollten über internationale Kindesentführungen einen Bericht machen. In Bezug auf binationale Ehen. Ehen. Und ich habe gesagt, es gibt keine Kindesentführung, weil die Eltern ihre Kinder nicht entführen können. Ja. Also, da sieht sich der Staat eigentlich schon als Eigentümer der Kinder, wenn er in solchen Fällen von Entführung spricht. Ja. Eltern gehen mit ihren Kindern ins Ausland und deutsche Behörden nennen das eine Entführung. Ja, vor allem in meinem Fall war das nicht mal Ausland für mein Kind. Ja. Das war seine zweite oder seine erste Heimat. Ja. Ja. Daher versucht man durch Manipulation der Sprache auch
den Inhalt zu manipulieren. Ja, aber hier in diesem Fall jetzt geht es ganz eindeutig um Jugendamt. Ja, um Entführung eines Kindes. Problematik. Gegen das Willen des Kindes, gegen unter Verletzung der Menschenrechte dieses Kindes und der Eltern. Ja. Ja. Antonia hat ein paar Mal Hilferufe gestartet an die Richterin, an das Jugendamt und an die Öffentlichkeit und keiner hat ihr geholfen. Da musste sie selber sozusagen Initiative ergreifen und Familien müssen sich selber schützen. Ja. Wir betonen nochmal, das hatten wir früher schon häufiger gesagt, die Deutschen geben keine Fehler zu. Ja, deutsche Behörden haben immer recht. Ja. Egal wie primitiv die Vorgehensweise ist. Und dieser Fall hier ist ein weiteres Schlaglicht. Ja. Ja. Also am 24. September, am Dienstag um 13 Uhr, findet in Bittow in Paul in Pommern diese Konferenz statt. Mal gucken, was die deutsche Presse dann berichtet. Und das verdanken wir maßgeblich einem Herrn Pomorski, der dir auch persönlich bekannt ist. Ja, Wojciech Pomorski aus Hamburg, denen selber das Jugendamt die Töchter entführt hat und dem die polnische Sprache verboten wurde im Umgang mit seinen eigenen Kindern. Ja. Im polnischen Internet, in der polnischen Presse wird auch berichtet, dass Antonia im deutschen Heim hungern musste und dass sie nicht mal Essenspakete von ihren Eltern bekommen durfte. Das deckt sich im Übrigen mit Beobachtungen, die wir hier auch in einigen anderen Fällen gemacht haben, dass die Kinder in der Obhut der Jugendämter extrem abmagern und teilweise wirklich nur noch Haut und Knochen sind. Ja. Das müssen die Eltern entsetzt feststellen, wenn sie in Abständen von oft mehreren Monaten ihre Kinder einmal gnädigst zum Umgang sehen dürfen. Ja. Im Übrigen hat man doch mehr und mehr den Eindruck, dass Olivier Karrer vollkommen recht hatte mit seiner Behauptung damals. Die Jugendämter und die deutsche Familienjustiz bringen die ganze Nation in Verruf, und zwar international. Richtig. Ja, die Polen, die können nicht fassen, dass in so einem reichen Land wie Deutschland, dass die Kinder im Heim hungern müssen, ja, und dass solche Sachen überhaupt passieren, ja. Deswegen ist das Interesse der Medien enorm und die Leute, die das alles lesen, denen ich das mitteile, die können nicht glauben. Ja, und die Vereinten Nationen scheinen auch so allmählich die Geduld zu verlieren. Ja. Also es wird ja auch Zeit. Ja. Wir beglückwünschen diese Familie, dass sie diesen Weg gegangen ist. Es scheint der einzig Richtige zu sein. Ja. Und wir gratulieren Wojciech Pomorski zu seinem Erfolg. Ja, der hat es wirklich verdient. Das ist schon jetzt ein Erfolg. Ja, der hat es wirklich verdient. Ja, das hat er gut gemacht. Ja.